Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory in Update 8. Genau. Gut, wir machen weiter im Text und zwar mit Eisenblech würde ich tatsächlich als nächstes einmal starten. Davon brauchen wir nämlich jetzt auch ein bisschen was. Deswegen würde ich das tatsächlich erst einmal... Ach, guck mal, wie viel hier schon drin ist. Aber warum? Das verstehe ich nicht. So, immer offen. Aber ich glaube, das ist ein Grafik-Dingens. Ein spielerisches Problem, glaube ich. Ja, wenn ich mache halt automatisch fertig. Werden wir das später sowieso was anderes überlegen wahrscheinlich. Genau, so. Gut, dann machen wir uns jetzt an Eisenblech und Schrauben, würde ich vorschlagen. Genau, ein bisschen Eisenblech brauchen wir jetzt erstmal tatsächlich. Weil wir brauchen noch ein bisschen Fundamente. Und da brauchen wir tatsächlich auch ein paar mehr. Ich würde es generell nochmal generell ein bisschen mehr Eisenblech machen. Weil wir dann schon mal was für die MK2-Bänder zurücklegen könnten. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz praktisch. Deswegen mache ich jetzt gleich ein bisschen mehr. So, komm, ich denke, das sollte jetzt erstmal gut sein. Dann packen wir jetzt erstmal das schon mal hier rein. Habe ich jetzt selber noch 236. Brauchen wir noch 50 Förderbänder. Das machen wir aber alles mal ein bisschen später. So, Fundamente brauchen wir jetzt erstmal, ja, ich sag mal annähernd 100 Stück. Also brauchen wir erstmal ein bisschen Beton. Beton, Beton, Beton. 195, ja, das lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Und Schrauben, warum? Was auf? Dann machen wir einen kurz Schrauben. Genau. Pop. Ja, da können wir erstmal ein paar von machen. So, wenn man gleich schon mal die zweite Produktion angeht, ist das, glaube ich, schon mal viel wert. So, jetzt machen wir den aber erstmal nach da hinten rüber, ne? So, den machen wir erstmal hier hin. So, die Frage ist, wie weit gehen wir? Also, wenn ich jetzt hier zwei freilasse, wird ja hier der erste Startpunkt sein. Das wird ja eigentlich ganz gut passen, ne? Wenn man dann hier drei, ich mache erstmal vier. Ja, ich muss nur eins bedenken, da geht es eigentlich runter, weil das will ich ja eigentlich dann, so wie ich es im Ding jetzt auch gemacht habe, hier mal eine Runde ausfüllen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt einmal hier hingehe, mache ich das mal eben fertig. Hier hingehe. Ja, quasi das, was jetzt hier unten dementsprechend dann ankommt.
weiß das nicht, wie es ist, wenn da jetzt eine Wand vor ist. Na, sieht immer noch doof aus, deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, hier dann die Wand hinsetzen. Gut, jetzt musst du da natürlich dementsprechend gucken, wann wir wo wie runtergehen, ne? Also runtergehen kannst du ja eigentlich ab hier schon, ne? Dass wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir echt keinen Beton mehr. Ich glaube, wir müssen mal einen Beton von Hand machen. Sonst wird das, glaube ich, nichts hier. Sonst wird das nichts. So, pass auf, dann mache ich mal eben kurz das hier raus. Dann mache ich mal eben ein bisschen Gestein. Und machen wir ein bisschen Beton und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe erstmal ein bisschen Beton gemacht, in der Hoffnung, dass das jetzt reicht. Dann werden wir jetzt mal den Abgang hier runter bauen. So, pass auf, dann machen wir nicht Folgendes. Das wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Das könnte funktionieren, glaube ich. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau, der geht dann da runter und dann haben wir das schon mal fertig. Also wird das schon mal hier erstmal nischt. Weil dafür reicht das nicht aus. Was natürlich reichen würde, wäre, wenn wir das Ganze 1, 2, 3 so mal in die Breite ziehen. Also wir machen das quasi dann so. Dann kommt hier die Tür hin. So. So. Dann 5. Machen wir den einmal. Genau. Machen wir hier die Tür hin, dann gehen wir jetzt halt in die Richtung weiter runter, ist ja egal. Spielt ja erstmal keine Rolle. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Beton, glaube ich, ne? 109 nochmal. Perfekt. So, pass auf. Machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir jetzt erstmal hier, ne? Also ich weiß es, warte mal. Dafür muss ich natürlich erstmal eine Sache erstmal wissen. Und zwar, Konstruktor. Ganz kurz, weil die Produktion wird ja jetzt ein bisschen größer tatsächlich. Eisenblech. Ich brauche 20 Eisenplatten. Okay, das geht sich 1:1 auf. Das wollte ich nur wissen. Genau. Also fangen wir an mit dem Schmelzofen. So, darf man ganz kurz gucken. Ja, davor, okay, alles klar. Ja, passt. Perfekt. Gut, dann brauchen wir danach einen Konstruktor. Der macht daraus erstmal 20 Eisenplatten. So. Dann brauchen wir noch einen Konstruktor. Der dann daraus dementsprechend das Eisenblech macht. Genau, so, dann kommt der nach hier hin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin, der geht hier hin, der geht dahin, der geht dahin, der geht nach dahin. So, hier brauchen wir dann einen intelligenten Splitter. Brauchen wir kurz ein paar Schrauben für. Daran sollte es nicht scheitern.
So. Intelligenter Splitter, da ist er. So, der geht erstmal dahin. Der geht erstmal dahin. Der geht erstmal dahin. Der geht erstmal dahin. So. Von da kommt. Haben wir einmal Eisenblech. Eisenblech. Und hier geht der Überschuss raus. Genau. So, dann machen wir nämlich hier auch Folgendes direkt. Genau, der wandert dann nämlich direkt nach da. Dann hauen wir hier jetzt den Lagercontainer direkt rein. So, genau, jetzt brauchen wir hier noch. Das haben wir. Das kommt mit der Dingens. 1, 2, 3. Eisenplatten, Eisenblech, Brumme. Ja, dann das Gute, wenn ich danach dann zumindest da schon mal Eisenblech produziere, ne? Eisen. Wo ist es denn? Da. So, wie viel machen wir denn? Komm, machen wir den 100 Stack noch weg, das sind 600 Eisenplatten. Ja, ne? Aber Schrauben können wir auch noch mal ein paar machen, glaube ich. Das wird wohl auch nicht reichen. Komm, machen wir noch ein paar Schrauben. So, dann gehen wir kurz fix ein bisschen Eisenstangen holen. Ja, die sind noch nicht ganz so fit. So, und dann müssen wir noch einmal die Reihe. Genau. So, dann mache ich jetzt auch hier hinten direkt den nochmal kurz hin. Hier machen wir den direkt rein. Dann machen wir... Der muss nach da. 5. Zack, zack, der muss nach da. Der geht hoch. Der geht da rein. So, und dann machen wir nämlich direkt einmal den hier. Den.
Na, komm schon. So, habe ich bei den anderen eigentlich ihr das Ding vorgemacht? Nee, ne? Ich glaube nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Gut, denke ich. Aber ist ja auch egal erstmal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch einen Aufzug. Auf einen Aufzug 100 Beton. Ja, leck's mir meine Füße, ey. Wobei den Aufzug kann ich auch später reinbauen. Das ist, glaube ich, erstmal egal. Das nehme ich erstmal. Dann mache ich erstmal eine Nebensache raus, glaube ich. Wichtig ist, glaube ich, erstmal die Produktion an sich selber, ne? Das ist der Rest der Aufzug, glaube ich, erstmal shit egal. Genau. Lass uns erstmal gucken, dass wir erstmal hier die Produktion ans Laufen kriegen hier. So, mal Strom machen wir jetzt erstmal den nach da und den nach da. Und dann müsste der ja schon mal erstmal gerade sein, ne? Ja, und das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt pass auf. Wir könnten jetzt den hier oben rüberziehen. Ich muss den nochmal auf jeden Fall hier zubauen. So, und den bauen wir natürlich erstmal ganz klar einmal hier hin. Den bauen wir ganz klar natürlich einmal hier hin. Der wird da verbunden. Der wird mit dem verbunden. Der wird mit dem verbunden. So. Der geht dann hier hoch. Der geht da. Der geht dann hier hoch. Hier kommt dann der hin. Genau. So, hier machen wir dann dasselbe. Der geht dahin. Der geht dahin. So, ne, warte mal, da brauchen wir dann den hier. Und den nach da. So, jetzt sollte hier drüben tatsächlich auch Strom sein. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir den zweiten hier in Betrieb, ne? Genau, das heißt, wir müssen erstmal hier erweitern. Sonst wird das Ganze nichts. So, den. Wir brauchen Kupferstangen. Und Kabel brauchen wir. Genau. Na, Draht habe ich auch nicht mehr wirklich, ne? Doch, da Draht habe ich noch, alles klar. Dann können wir direkt Kabel machen. So. Sieht da erstmal schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir ja den quasi dann ja da an die Ecke gemacht, ne? Also dahin, ne? Nur auf der anderen Seite soll es heißen, ich mache jetzt den einfach mal hier runter. Den mache ich nach dahin.
Also ich könnte den auch dahin machen. Das wäre, glaube ich, sinniger. Dann geht er nämlich gerade hoch. Und dann ziehen wir den nämlich mal darüber. Dann machen wir das nämlich so. Weil die beide gleich stehen, ne? Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber nach da ist er auch schief, ne? Ja, alles klar. Gut. Wollte ich nur wissen. Gut, dann brauchen wir jetzt hier natürlich den Eingang für den Lift. Da kommt aber nur einer rein, ne? Genau, also. Der geht hier hin. Der geht dann dahin. So. Warte, lass mich erstmal eben den Dingens bauen. 5. So, zack. Genau. Machen wir den hier. Machen den so. Okay. Gut. So, jetzt natürlich die Frage, welcher Lift wäre jetzt am sinnigsten? Entweder der hier. Weil ich glaube, das hatte ich ja schon so auserkoren, glaube ich, ne? Dass wir dafür dann den anderen nehmen, glaube ich, ne? So, das heißt, den hier setzen wir mal dahin. Den setzen wir mal hier drauf. So, den stellen wir auf 60 ein. Ja, das wäre das einzig Sinnige, weil der hier ist Quatsch, man. Dann kommt der hier an der Nähe. Wir nehmen den hier hinten. Na, alles gut. Dann müssen wir noch jetzt erstmal ein bisschen Förderband bauen hier. Aber eine Sache, was mir noch nicht gefällt, was ich noch ändern muss, ich muss hier noch den Dingens draufkriegen. Damit ich hierüber auch das Ding ein bisschen steuern kann später. So, den Elevator nimmst du mal eben raus, bitte. Wir brauchen nur kurz ein paar Rotoren. 2 Stück an der Zahl. Ein bisschen Kupferblech und Blei. Kupferschienen und Bleiblech. So, Bleiplatten. Zum Bleiblech. Und Rotoren. Zack, danke sehr. Das heißt, dann müssen wir aber den hier nochmal kurz umbauen. Weil dann hätte ich nämlich. Warte mal, schräg gehen die Dinger, glaube ich, nicht da drauf, ne? Wird auch funktionieren. Dann bauen wir das Ding schräg da drauf, ne? Gucken wir mal ganz kurz, dann machen wir. Ne, warte, das funktioniert nicht. Pass auf, dann machen wir das doch anders. Genau, ich baue den einfach hier hin. So, hier kommt der Förderband-Fusionator hin.
Da, guck, so können wir das auch lassen, oder? Genau, jetzt müssen wir nur... Ja, wobei hier ist das ja egal. Das geht hier rein. Aber hier muss auf jeden Fall erstmal noch eine Dingens rein. Das Ding, genau. So. Das muss ein Dach da rein. Dann haben wir das nämlich schon mal safe. So, haben wir hier Strom drauf. Ja, können wir den schon mal anschließen. Aber erstmal bitte noch ausschalten. Danke sehr. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal eben nach hinten rüber. Und legen jetzt erstmal das gesamte Förderband. So, den lassen wir auch erstmal weg, weil der wird wieder ein bisschen anders gebaut. Wände. Ich mache erstmal den dahin. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau in der Mitte quasi einmal. Und verbinden wir den mit dem. Fehlen Schrauben, okay. Machen wir kurz ein paar Schrauben. Immer dieser Mangel an Schrauben, ne? Das ist... schrecklich. Kann ich mal Schrauben schreiben hier. Schraube. So. Geht doch. So. Na ja, komm. Sollte erstmal reichen, denke ich. So, der geht nach dahin. So, warte mal, jetzt müssen wir ja mal gucken. Warte mal, das hier ist ja der Wurm. Das heißt, warte mal, hier müssen wir nochmal ran. Da wird der nochmal hingestellt. Hier kommt dann der Dreier hin. Genau. Und hier muss dann auch der Dreier hin, ne? Genau, der kommt dann nämlich auch hier hin. So, das haben wir. Jetzt müssen wir den noch einmal hier hinten durchziehen. Boah, das war knapp. So, jetzt machen wir... Ja, und hier haben wir uns hier an dem hier, ne? Mal da ein. Mal da ein. Da hat er einen. Und da hat er jetzt einen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Auf 60 ist er eingestellt. Das ist gut. Aber dann könnte man den nämlich jetzt auch in Betrieb nehmen. Aber wir müssen ja erstmal hier noch den nochmal rüberziehen. Genau. Da war ja was. So, das heißt, wir machen den hier. Und den hier. So, das heißt, hier machen wir das auch direkt mal eben vernünftig direkt. Wenn ich schon mal dabei bin. Genau. So, das heißt,
5. Moment, das war falsch. Muss ja genau andersrum sein. Weil es schöner wäre, wenn der da wäre, glaube ich. Ja, weil es dann mittiger ist. Genau. Gut, jetzt müssen wir natürlich nur überlegen, wo wir halt rüber gehen, ne? Also wir könnten natürlich hier durchgehen, da hinten rüber und dann darüber. Dann hätten wir das hier ein bisschen cleaner. Gucken wir das von oben an. Schauen wir mal, wie das aussieht. Also man könnte natürlich, was funktionieren würde. Dafür müsste ich aber erst das MK2-Band freischalten. Wir könnten quasi das hier auf MK2, also das hier quasi fusionieren. MK2. Ja, hier ist eingestellt, ne, 30, was hier rausgeht, da geht 15 raus und so weiter. Das kann man ja dann so beibehalten, wenn man da 60 nochmal drauf packt. Das wäre, glaube ich, am einfachsten, wenn wir das so machen würden. Und dann können wir hier drüben dann einfach wieder nochmal splitten und gehen dann hier drüben dementsprechend drüber. Ich glaube, das machen wir auch so. Dann lass uns doch mal eben kurz die MK2 Förderbänder eben freischalten. Dann wollen wir das mal eben machen. Einfaches Förderband. Ein paar versteckte Eisenplatten brauchen wir. Ein bisschen Zinnblech brauchen wir noch. Na, komm schon. Zinnblech. Erstmal Zinnplatten. Wir brauchen 120, ne? Okay. So, einfaches Förderband, einmal zack. Ja, da kommen ja wenigstens ordentlich was raus, ne? So ist das ja nicht. Genau, aber die Dinger müssen wir auf jeden Fall auch noch produzieren hier. So, jetzt machen wir nochmal eben Schrauben. Wie viel haben wir? 300 brauchen wir. Kriegen wir locker flockig hin. Das, das. Ah, zacke. Weil ich glaube, das ist nämlich am einfachsten, wenn ich das auf MK2 fusioniere tatsächlich. Und das spart vor allem dann auch eigentlich eine Menge Platz, denke ich. Ich denke, das ist am einfachsten. Deswegen machen wir das einfach mal so und testen das Ganze mal. Das heißt, ich würde das hier, ja, das mit dem Fusionieren wird ein bisschen schwierig jetzt, ne? Weil das ja von da aus nicht da reingeht. Da kann ich nicht fusionieren. Ja, das wird schwierig, das wird echt schwierig. Pass auf, lass uns mal eben ganz kurz einmal hier stoppen, bitte. Lassen wir das mal kurz einmal im Leer laufen. Genau, so, pass auf.
Kann auch kurz ein bisschen dauern, bis es leer gelaufen ist. Na ja, da ist glaube ich das letzte raus. Ich hätte zur Not noch eine andere Idee, wie man das machen könnte. Wir könnten das hier fusionieren. Drehen das Ding einfach. Ich mache es erstmal so, setze es erstmal den erstmal hier drauf. So. Zack. Genau, so. Machen wir jetzt erstmal folgendes. Den hier drehen wir dann jetzt auch erstmal kurz. Zack. So. Dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, dass wir nämlich jetzt einmal den hier, Logistik, Sekunde, Fusionator. Ich baue den jetzt einfach mal hier hin. So, den hier ziehe ich jetzt einmal mal hier raus. Zack, zack. Dann machen wir da noch mal einen hin. Zack, zack. Genau, den bauen wir dann quasi um. Der kriegt hier noch eine Wand hin. Hier kommen wir dann aber allerdings mit dem MK2-Band raus. Genau. Okay, jetzt fehlt Zinnblech. Noch mal eben kurz was machen. Zinnplatten. Machen wir gleich ein bisschen mehr. Machen wir noch fertig jetzt in dieser Folge. So, mal gucken, ob es reicht. Weiß ich nicht. So, das haben wir jetzt erstmal. Jetzt habe ich nicht einfach nur die Zinnplatten gemacht, aber das Zinnblech nicht, ey. Boah, bin ich eine Hohlbirne. So, der geht nach da, der geht dann nach da, der geht nach da, der geht nach da. So, jetzt gehen hier die ersten 30 raus. Das heißt, ich habe dann noch 90. Das heißt, hier müssen dann auch nochmal MK2 raus. Dahin. So, hier würde ich dann tatsächlich einmal splitten. Oder ich splitte auf der anderen Seite, das ist mir egal. Ich könnte auch hier splitten, ne? Ja, komm, dann splitten wir hier. Machen wir das hier rüber. Genau, dann machen wir nämlich einmal jetzt hier noch den Dingens hin. Dann kommt hier der... Bouncer Limiter hin, da brauchen wir kurz ein bisschen Material für. Dann machen wir den auch nochmal eben fix. Eins, zwei, drei. Die kommen, das ist kein Problem. Druckmaschinen brauchen wir nur noch zwei Stück. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Bleiblech. So.
machen wir eben die Rotoren. Mal 3 Kreuzzeichen, wenn ich die selber produziere. Aber das wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt machen wir den erstmal dahin und den machen wir erstmal dahin. Der geht da rein, der geht da rein. Brauchen wir erstmal hier den. Ich weiß, ich habe den Lift hier unten falsch gebaut. Ah, ich habe noch gar keinen gebaut. Markus. Ein bisschen Konzentration bitte. So, den machen wir erstmal hier hin, logischerweise. Und den machen wir erstmal dahin. Genau, 5. Der geht dahin. Der geht da rein. Der geht dahin. Viele Schrauben brauche ich ja nicht mehr. So, dann müssen wir das Ganze jetzt einmal hier aufsplitten, ne? So, jetzt würde mich nur eine Sache noch ganz kurz einmal interessieren, was ich weiß aber nicht, ob ich das schon kann. Nee, kann ich nicht, weil ich habe ja die. Ich weiß ja nicht, was er mir hier anzeigt. Er ist auf 15, aber hier, der ist 30. Also hier kommen 120 an, da gehen 30 raus, das heißt 90 kommen hier durch. Hier gehen 15 raus. Jetzt muss ich kurz rechnen. 90 minus 15 sind immer noch 75. Das heißt, wir brauchen hier erstmal noch komplett ein MK2-Band. Und brauchen da auch noch ein MK2-Band. Okay, warte. Das kriegen wir noch hin. Also brauchen wir noch ein paar Förderbänder. Genau. So. Also, warte mal. Jetzt nochmal kurz durchrechnen. Machen wir hier. Lass ihn mal dran. Wir gucken, was da passiert gleich. 30. Hier kommen 75 an. Hier gehen 15 raus. Nein. 90. 90 kommen hier an. Hier gehen 75 raus. Hier gehen wieder 30 raus. Ja, ne, dann passt das jetzt. Ne, müsste dann jetzt eigentlich safe sein. Das heißt, wir könnten, wenn ich jetzt hier den Lift noch dran mache, können tatsächlich jetzt, glaube ich, anfangen zu produzieren. Und wenn uns dann gleich der Strom nicht wegbricht, ne, das könnte natürlich durchaus möglich sein, weil. Ah, ne, das sollte. Sollte glatt gehen, denke ich. Okay. Den werfe ich jetzt auch hinten in meine an. Na, wollen wir mal gucken, was denn da so passiert.
So, das sieht auf jeden Fall erstmal ganz gut aus. Würde vielleicht gucken, ob wir das nochmal ein bisschen schöner gebaut kriegen, aber... Okay, da kommt das Zeug auf jeden Fall schon mal an. Das ist schon mal ganz gut. Machen wir mal kurz ein Foto hier. So. Joa, dann würde ich sagen, warten wir noch mal kurz, ne? Der Weg dauert ja noch ein wenig. So, wenn wir da jetzt auch Schrauben produzieren und so, dann müssen wir uns da aber mal Gedanken machen, wie wir dann tatsächlich Dingens machen hier. Doch schnell. Mit der Betonproduktion, wie ich das mache. So, da kommt die zweite Rutsche an. Na, kommt schon. Ach, guck mal, da hinten geht jetzt auch schon was rüber tatsächlich. Aber gut, das reicht natürlich noch nicht, ne? Also hier gehen 30 raus, ne? So, das heißt, dadurch, dass ich natürlich jetzt noch nicht genug mache, ist natürlich erstmal klar, dass das nicht alles funktioniert, ne? Muss jetzt erst tatsächlich die zweite Produktion zu 100% anlaufen, damit das Ganze auch funktioniert. Aber da habe ich noch mal eine kurze Idee, dann machen wir das noch mal eben fix, bevor wir jetzt hier gleich Feuer machen. Rütteln wir noch mal eben ein bisschen anders um hier. So, hier brauchen wir nämlich noch mal ganz kurz einmal einen Fusionator. Genau, weil wir brauchen hier 5. So. Da kommt er jetzt, jetzt gibt er Gas. Jetzt erhöhen wir automatisch auch ein bisschen den Output hier von dem Beton hier. Er läuft gerade auf 25%, jetzt sollte er dann gleich auf annähernd 50 kommen. So, jetzt gehen wir nach hinten noch mal kurz hoch. So, jetzt kommt hier nämlich auch nochmal 60 raus. Genau, das geht dann hier. Jetzt haben wir hier nämlich das Band nämlich auch voll. Genau, und jetzt kann er da nämlich auch ordentlich verteilen hier.
So, das heißt, hier kommen jetzt wirklich 120 raus, hier gehen 30 runter, hier gehen 90 rüber. So, hier von den 90 gehen 15 hier raus, bleiben 75 über, die gehen hier raus. Dann gehen hier wieder 30 raus, bleiben 45 über, für da hinten 15, dann passt das jetzt auch. Genau, man kann sich das nämlich jetzt hier auch alles schön zurückstauen, das tut es ja auch schon hier. Und hier geht dann der Rest dann dementsprechend darüber. Perfekt, aber irgendwas stimmt hier unten nicht, sehe ich gerade. Hier läuft noch kein... Man sollte auch mal einstellen, was man haben will, ne? Eieieiei. Markus, Markus, Markus. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Oh, jetzt ist er schon auf 43%. Wie wir dann wahrscheinlich tendenziell Richtung Schrauben gehen, würde ich sagen. Ne? Genau, das wäre dann nämlich jetzt der nächste Part. So, hier kommt dann nämlich jetzt das Eisenblech raus. Das ist schon mal ein Träumchen. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Schrauben. Müssen wir mal gucken, wo wir die dann hinbauen. Schauen wir mal. Wir haben ja Dinge, die da kommen. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Das steht fest. Also, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.